Werte liebe Schwestern und Brüder hier in der Stiftspfarrkirche in Altötting, werte Mitfeiernde an den Fernsehgeräten bei EWTN. Noch heute gilt, ein Wutausbruch in der Öffentlichkeit, das gehört sich nicht. Das befremdet und verunsichert die Menschen. Schnell ist das Urteil gefällt, da hat sich einer nicht im Griff. Der Wutausbruch Jesu im Tempel von Jerusalem, dort, wo die Tische der Händler und Geldwechsler standen, hat offensichtlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Alle vier Evangelisten berichten, wie Jesus voller Eifer und in rasendem Zorn mit einer Geisel aus Stricken bewaffnet diese Kleinkrämer mit ihren Schafen, Tauben und Rindern aus dem Tempel hinausgeworfen hat, wie er ihre Tische mit dem Wechselgeld umwarf und sie mit schroffem Ton anfuhr: Schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Das war in der Tat ein starker Auftritt, eine ungeheure Provokation, weil Jesus damit den sensibelsten Bereich der gläubigen Juden traf, ihren Tempelkult. Kein Wunder also, dass ihn die herbeieilenden Juden stoppen und ihn mit der Frage zur Rede stellen: Welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dazu berechtigt bist? Mit der Forderung nach einem Zeichen ist das entscheidende Stichwort gefallen, das uns den Sinn dieses Auftrittes verstehen hilft. Denn vom Evangelisten Johannes wird immer dann das Wort Zeichen gebraucht, wenn es um das Erschließen des Personengeheimnisses Jesu geht. Beim Bericht über die Vertreibung der Händler und Geldwechsler aus dem Tempel von Jerusalem geht es nämlich um weit mehr als nur um die Schilderung eines Wutausbruches Jesu. Es geht letztendlich um die Frage: Wer ist dieser Jesus, dass er dies tun darf? Und so wird das Umstürzen der Tische zu einem Bild für das Ende des alttestamentlichen Tempelkultes im Tod Jesu Christi am Kreuz. Denn mit Jesu Opfer am Kreuz haben die Tieropfer und alle anderen Brand- und Sühnopfer im Tempel von Jerusalem ihre Bedeutung verloren. Jesus Christus selber ist der neue Tempel. Er ist die Wohnstatt Gottes mitten in seinem Volk, in dem Gott gegenwärtig angebetet und verherrlicht wird. Und diesen neuen Tempel kann niemand mehr vernichten, weil er von Gott selber durch die Auferweckung seines Sohnes aus dem Grabe nach 3 Tagen aufgerichtet wurde. Und deshalb kann Jesus den Juden, die nach seiner Legitimation für die Tempelreinigung sagen: Reiß diesen Tempel nieder, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Er meinte den Tempel seines Leibes. Die Menschen, ja selbst seine Jünger, haben dieses Wort im Eifer des Gefechtes nicht verstanden. Erst nach der Auferstehung Jesu erinnern sie sich an dieses Wort. Und jetzt wird ihnen klar: Mit Jesus Christus ist der Tempel in Jerusalem samt seinem Opferkult überholt.
weil er selber in seinem Leib das letztgültige und wahre Opferlamm ist, das zur Schlachtbank ans Kreuz geführt wurde und in seinem Blut die Sünden der Welt hinwegnimmt. Ja, Jesus Christus ist der neue Tempel, er ist der Priester, er ist der Altar und er ist das Opferlamm. Aber damit nicht genug. Der Apostel Paulus nennt die Gemeinde Jesu Christi und jede und jeden einzelnen Christen in ihr ebenfalls Tempel Gottes. Er schreibt: Wisst ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Ja, wir wissen, dass wir durch die Taufe auf Jesu Christi Tod und Auferstehung zu lebendigen Gliedern am Leibe Christi der Kirche geworden sind. Einen neuen, unblutigen Kult hat Jesus Christus im Abendmahlsaal vor seinem Leiden und Sterben, im Brechen des Brotes gestiftet und diesen neuen Bund mit seinem Blut ein für allemal besiegelt. Und deshalb gilt, überall dort, wo die heilige Eucharistie im Brechen des Brotes gefeiert wird, überall dort, wo Gott im Geist und in der Wahrheit angebetet und verherrlicht wird, überall dort ist Gott mitten unter uns gegenwärtig. Gottesdienst als Begegnung mit dem lebendigen Gott ereignet sich also zuerst und vor allem dort, wo Menschen sich ganz und gar in das Geheimnis der Eucharistie hineinverweben und aus dieser lebendigen Begegnung heraus ihren Alltag gestalten. Und deshalb ruft der Apostel Paulus der Gemeinde in Rom eindringlich zu: Ich ermahne euch, meine Geliebten, euch selber als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Denn das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Und das bedeutet umgekehrt: Wenn nicht in all unserem Denken und Tun Jesus Christus die Mitte ist, dann ist das schönste Gotteshaus Blendwerk, dann ist der feierlichste Gottesdienst umsonst, dann bleibt all unser Tun eitles und vergängliches Stückwerk. Tempelreinigung ist in der Kirche offensichtlich immer wieder geboten und eine bleibende Aufgabe. Denn die Kirche wird nur dann eine gute Zukunft haben und neue Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn sie sich gerade nicht dieser Welt und ihren Gesetzmäßigkeiten angleicht, sondern indem sie sich im Blick auf Jesus Christus erneuert, umkehrt und immer wieder reinigt. Das Evangelium von der Tempelreinigung erzählt uns also nicht eine alte, längst vergangene Skandalgeschichte über einen unangebrachten Wutausbruch Jesu Christi, sondern sie ruft uns zu und fordert uns auf: Werft auch ihr eure Kleinkrämerseele über Bord und lasst euch mit Gott versöhnen. Denn damit gewinnt ihr eine Weite, die keine Grenzen kennt. Eine Weite in Jesus Christus, die aus Liebe und Barmherzigkeit Leben und Freude in Fülle schafft für alle, die an ihn glauben und ihm fest vertrauen. Amen.